Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Fountain of Youth. Und wir sind hier noch auf der Eiseninsel. Die werden wir jetzt aber schnellstmöglich verlassen. Wir sind nämlich schon wieder ganz schön kaputt. Segel setzen. Da wollen wir hin. Mal gucken, ob wir das überleben. Oh Gott. Ja, wir haben mal wieder zu wenig Wasser dabei gehabt. Und ich habe gar nichts mehr zu essen. Wieso habe ich nicht vorher noch was gegessen eigentlich? Weiß man auch nicht, ne? Dann gehen wir mal schnell schlafen. Ich könnte mal da oben diese den Zaun da fertig bauen. Hat es geregnet? Ne. Mach die Tür zu. Trinken. Schnell ins Bettchen. Was? Guten Morgen. Hei. Das ist immer was mit dieser Gesundheit. Ja, da draußen wird jetzt ja auch nichts sein. Nee. Also bevor wir hier wieder los sausen. Müssen wir auf Regen warten. Hier, das kann ich mal direkt essen. Oh. Oh, wieso nehme ich das denn hier schon wieder? Was? Warum? Warum schleppe ich diesen Kopf mit? Oh. So, ich habe immer noch eine Schniefnase. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas Wichtiges auf dem Schiff hier. Das Ding können wir da auf jeden Fall nicht gebrauchen. Vielleicht stellen wir das dann erstmal hier hin. Ich glaube, das war für das... für diesen Regen... beziehungsweise Wasser... Salzwasser macht trinkbares Wasser im Gerät. Das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das alles... weggegammelt. Oh, Fisch. Und das können wir nochmal nehmen. Gegen die triefende Nase. So. Hm.
ist immer dann wieder wegspringt. Nervt er. Immer noch zu viel. Nein. Ist doch gar nicht. Da geht's uns doch gleich viel besser. Was fehlte hier eigentlich noch? Kupferbarren. Einen habe ich gefunden hier, ne? Aber was hatte ich denn hier noch? Kupfererz. Ah, ich brauche zwei. Glaube ich. Oder? Ja, schade. Okay. Naja, Kupfer müssen wir auf jeden Fall auch noch wieder besorgen. So, hier haben wir jetzt erstmal die Haut. Die packe ich hier mal rein. Ah, warte mal, frische Rochenhaut. Kann ich da. Hä? Herstellungsressource. Kann ich denn hier, wenn ich das anwähle, Baupläne? Verarbeitete Rochenhaut. Ausgezeichnete Gerberwerkbank. Verbesserte. Aha! Okay. Verstehe. Na gut, dann muss die Rochenhaut hier noch ein bisschen rumgammeln. Na gut. Der behält das voll. Hier, die ganze TU-Haut. Ja. Kommt jetzt woanders. Nur wo? Das habe ich auch überhaupt noch nicht benutzt, ne? Das ist bestimmt. Ja, hier, die. Die habe ich noch nicht gefunden. Wir kriegen jetzt mal die T-Suchhaut hin. Da. Ich werde sie nachher fürchterlich suchen. So, jetzt kommen hier die Hölzer. Hier noch irgendwo reinpasst. Na, gerade so. Dann könnte ich ja mal. Ah, der hat erstmal was essen. Verbasteln. Ich muss mal eben gucken, habe ich hier noch diese. Mache ich nochmal diese Dinger einmal. Weil ich glaube, für irgendwelche Essensgeschichten brauche ich das vielleicht. Hier gebackene
Fisch im Ton, genau. Oh. Den machen wir mal. So, was haben wir denn noch Schönes? Das hier. Suppe mit Innereien. Lecker. So lange reicht auch das Feuer wieder nicht. 9 Minuten. Naja. Ist hier überhaupt noch irgendwo Holz? Das gammelt mir hier sowieso alles weg. Es ist schnell. Es ist schnell. Wenigstens für das Wasser. Bevor es weggammelt, nehmen wir es einfach fürs Wasser. So. Dann packen wir das erstmal hier rein. Das auch. Das auch. Was mache ich denn damit eigentlich? Achso, das kann ich ja so gucken. Warte. So, Baupläne. Ah! Fledermausseile. Hilft den Effekten von Wind und Wildkälte zu widerstehen. Okay. Hier, da unten. Da! Habe ich hier noch mehr Neues? Oh, Wärmesalbe. Gut. Lehm-Eisalbe. Das, Ei. Ah, das ist gar nicht schlecht. Und Ei können wir hier auch noch mal besorgen. Da muss ich mir nur merken, dass ich das dann hier dafür benutze und nicht wieder gleich Spiegelei, nee, Rührei draus mache. Okay, dann kommt das wieder hier rein. Ach, die tierischen Seen hier. Kann ich mir auch mal machen. Hab ich ja echt ein paar. Gut. So, das Buch, das kann ich gleich mal lesen. Das kann da mit rein. Ist das nicht schön? Ich nehme mal den Hammer aus der Hand, dann ist das auch noch schön. Home Sweet Home. War eigentlich da oben auf diesem Hügel nicht diese... Da gehe ich jetzt einmal mal. War da nicht diese Wand mit den Tafeln? Mir war so. Ich glaube, da kann ich nämlich welche noch wieder reinbasteln. Und wenn ich hier schon mal unterwegs bin, kann ich mal eben gucken, ob ich am Vogelnest vorbeikomme. Da hinten wären sonst auch welche, aber kann ich vielleicht mal direkt da diese komische Eipaste machen. Da. Hallo. Hello. Ja. Ich bin entdeckt. Ist wahrscheinlich auch total schlau, jetzt so halb kaputt hier. Blöck. Bitte. Das war jetzt nicht so schlau. Wo kommst du denn her? Wie, ihr seid zu zweit? Hä? Zu dritt?
doof. Waren das jetzt drei Vögel? Jetzt kommt noch der hier, oder was? Also nein. So, wo liegen jetzt die Vögel rum? Wieso sehe ich jetzt mit V nicht die Vögel? Das ist doch blöd. Einer von diesen Vögeln hatte doch Eier dabei. Stimmt, der, den ich jetzt nicht finde. Der ist bestimmt dahin. Habt ihr das gerade auch gesehen? Da? Das war ja kein Huhn. Das ist bestimmt da runtergekullert. Das ist nicht das eine Ei, was ich jetzt noch brauche, damit ich eine gerade Anzahl habe. Ja, da. Mann, Mann, Mann. Da, hier, da kommt gleich der nächste Vogel. Da. Drei in einem Nest. Geh weg, ich will einfach nur da oben reingucken. Jetzt ist hier gleich noch irgendwo eine Schlange. Wenn ich reinlaufe. Da. Ist noch nicht respawned. Verrückt, hier. Ah, Wandschnitzerei brauche ich da. Das sind nicht diese Tafeln, die ich da dauernd. Sammeln. Dann habe ich aber ja hier noch irgendwo was übersehen. Das sind doch eigentlich immer die hier diese. Du siehst mich gar nicht. Geh weg. Ja. Ich kann nicht wieder nicht schlafen, weil hier immer so ein Angriff kommt. Das sind doch immer diese. Da, wie da, das da. Aber das ist doch bestimmt für diese Wandtafel, oder wie? Genau, das werden dann wahrscheinlich noch wieder Chroniken sein, aber die kann ich erst lesen, wenn die vollständig ist. Das macht mich ganz nervös hier mit diesen Angriffsgeräuschen. Ich laufe jetzt schnell nach Hause. Nein, geh weg. Keine Zeit. Ein Huhn!
Ich will ein Huhn. Und hätte nicht viel zu tun. Ich leg dem jeden Tag ein Ei. Und sonntags auch mal zwei. Oder so ging es doch, ne? So ging es doch. Der alte Hit. So, tschüss, gute Nacht. Wann regnet das mal wieder? 8 Stunden. Ich bin so kaputt. Ja, jetzt mache ich erstmal diese Paste. Ja, das war es auch schon. Wahrscheinlich, weil ich nur noch 2 von diesen Dingern habe, ne? Fünf Eier habe ich noch. Warte mal, dann mache ich noch einmal. Dieses komische Gedöns. So. Wieso habe ich jetzt immer noch ein Ei? Hatte ich nicht mehr. Keine Zahl. Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel. So, das packen wir jetzt mal alles hier fürs Schiff schon mal da rein. Das Ding, das müssen wir mal braten noch. Warte mal. Okay. Schnell aufessen. Minus 30 Wasser, okay. Den Schimmel essen wir mal nicht so. So, das Ei muss da noch rein. So, dann würde ich jetzt mal eben eine Runde lesen. Oder? Warte mal, was ist das eigentlich für ein Buch? Kartierungseffekt, okay. Ja, wir lesen mal. Ach, nachts und bei jedem Wetter. Oh, cool. Das ist ja bei dieser nebligen Insel da ganz gut. Flackert das schon mal so. Okay. Das kann ich auch nicht reparieren, ne? Das stelle ich in meine tolle Waffenkammer hier. Ist da noch Platz? Da. So, dann brauche ich eine neue Harpune. Die habe ich, glaube ich, hier gebaut. Da. Ein Glück. Ach, Wildschweinstoßzahn, okay. Ah, warte mal, kann ich eigentlich auch. Warte mal. Wenn ich jetzt diese Teile mache, dann mache ich aber die Waffen und Werkzeuge und so trotzdem hier. Naja, Kupferhammer, okay, Nahkampfwaffe. Kupferspeer, Schuhe mit Kupferspitze.
Ah, okay, das, ja. Ich überlege, ob ich nicht noch mal ein bisschen Kupfer besorge, erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Weil es wäre an sich schon ganz cool, wenn ich hier mal von diesem Obsidian wegkäme. Und Stein vielleicht, weil die Viecher, die werden ja auch nicht freundlicher auf den weiteren Inseln. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Der hat noch 11. Ich glaube, den repariere ich jetzt mal. Dann muss ich das noch mal mitschleppen. Ja gut, also dann folgendes. Ich mache jetzt mal da oben meinen. Der ist auch neu. Ach! Ressource zum Bau verbesserter Häuser. Ah, das ist dann. Ach, das ist ja cool. Da muss man gar nicht mehr immer die Stämme schleppen. Okay. Also ich mache jetzt aber hier nochmal erstmal da oben das fertig. Wir werden sehen. Ja, jetzt wieder dunkel. Ist klar. 60, warte mal. Kaviar. Lecker. Ach, das habe ich noch nicht verbraten. Oh nein, oh nein, oh nein. So, wir müssen ja wieder gesund werden. Das regnet nicht mehr. Der Hammer ist kaputt. Steinhammer. Achso, die sind ja unten. Gibt es nicht auch einen Obsidianhammer? Nee. Das ist nicht für zum Hämmern gedacht. Eher zum Schneiden und Schlitzen. Kupferhammer. Ja. Ja gut, komm her dann. Nimm mal zwei Steine. Der nächste Hammer wird ein Kupfer. Wer hatte eigentlich die Idee, so ein großes Haus zu bauen?
So, das war's. Was brauche ich noch? Eins. Ja, warte. Zwei. Drei, vier. Sechs. Ja, ist gut. Ich hole jetzt nochmal eine Ladung Stämme. Ah ne, warte. Jetzt muss ich mal ganz kurz was anderes überlegen. Und zwar das hier. Das baue ich jetzt mal hier hin. Man kann das ja hier mal. Komm nicht durch. Muss die Tür nicht aufmachen? Nein. Das bauen wir jetzt mal hier hin irgendwo. Hier? Ne, das können wir besser ans Wasser hier bauen. Weil hier ist das, glaube ich, besser mit dem. Mit der Sonne als. Auf der Eiseninsel. Auf der anderen. Oh Gott, ist das groß. Was bauen wir mal hier hin? Ach, immer die falsche Taste. Ah, meine Punkte. Warte mal, jetzt muss ich. Da soll. Ach, 80. Da muss ich ja hier mal eben wieder umfüllen. Also F hinzufügen. Dann das können wir mal austrinken. Rest kann hier vielleicht rein. Und plötzlich habe ich wieder zu viel Wasser. Also das ist ja toll. Na gut, dann rennen wir halt nach oben. So, jetzt habe ich irgendwo, vielleicht hier, noch einen Wasserbehälter. Irgendwo hatte ich doch mal da. Können wir hier nämlich mal eben Wasser einfüllen. So, nehmen. Plopp, plopp, plopp. Und hinzufügen. So. Ha! Das ist ja witzig. So. Okay. Kann ich das jetzt eigentlich hier wieder reintun? Kann ich nicht zurückschütten? Das ist ja. Muss das wohl hier rein. So, und langer Stock ist aber irgendwie auch doof. So, dann gehe ich jetzt mal hier los mit meinem. Warte mal, was sagt meine Axt? Super duper Karren. Tür suchen. Guck mal, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Dann wird die auch gefällt. Du nimmst auch nur zwei. Wieso denn?
Warum gibt es da nur zwei und nicht drei? Oh, jetzt riech's nicht. Guck's dir an. Jetzt riecht's. Ich habe jetzt eine Weile No Man's Sky gespielt, da denke ich jetzt immer, ich kriege das so ins Inventar. Und vergesse immer, den aufzufangen. Das ist natürlich hinterhältig. Wenn sich das mal so ändert, von Spiel zu Spiel. Das verwirrt mich. Hallo. Ganz schön schnell. Spin! Es ist jetzt wieder so dunkel. Ob das Wetters oder ob der Tageszeit. Ja, 14. Ganz vergessen. Prozentige Chance auf Verletzung. Nee. Das lassen wir mal. So, jetzt haben wir nämlich quasi, entweder wenn es regnet, dann haben wir hier Wasser. Oh, guck mal, schon voll. Schnell, raus da. Raus. Wenn die Sonne scheint, gibt es hier Wasser. Das wird schon nicht drin eigentlich. Regnet es hier auch von oben rein. So, das ist Wasser 1. Okay. Ich muss mal eben schnell nach oben laufen. So. Das ist ja fein. So, nicht so viel. Hier ist voll. Wie sieht es hier aus? 80. Ich glaub's nicht. Glaub's ja nicht. 300. Das war's wieder mit dem Regen, ne? So. Und jetzt trotzdem noch mit. So, dann ab in Haia, wa? Was denn, wenn man die Türen so offen lässt? Das ist furchtbar. Sind wir wieder gesunken, wie schön. Na gut. 8 Stunden. Muss man hier gerade Licht anmachen. Computer, gemütlich an. Ich habe nämlich gemütliches Licht. Das kann ich gemütlich an. So, wir essen was.
Was gammelt uns denn gerade weg? Das da. Hoffentlich kriege ich ja bei dem Ding auch Salz. Ach, ich muss eigentlich mal eben. Holz für die Küche. Nein, 15 Minuten, da ist das Fleisch doch schon vergammelt. Stimmt. So. Nee. Na, siehst du. Gott sei Dank. Okay. Die habe ich auch noch nicht, ne? Die habe ich nicht. Pilze. Bananen habe ich auch irgendwie keine mehr. Oh, oh, hier. So, was brauchen wir denn noch? Oh. Ich kann noch einen von machen. Davon. Ich habe jetzt so viele unterschiedliche Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt, was ich noch brauche und was nicht. Nee, das brauche ich auch nicht. Dann müssen wir jetzt mal löschen. So, das heißt, das ist wieder frisch. Aus dem Gammelfleisch wird wieder leckeres Zeug. Das ist nicht schlecht. Hier haben wir noch tierisches Fett über. Ach komm, wir essen mal den. Haben wir den überhaupt schon probiert? Oh, es regnet schon wieder. Dann kommt man plötzlich in Stress mit dem Regen, ne? Ich kann mal noch wieder Dünger machen, obwohl ich den ja auch eigentlich gar nicht benutze. So, jetzt ist es schon wieder dunkel, aber das liegt ja wohl jetzt an. Gut, also Kupfer. Hier haben wir kein Kupfer, beziehungsweise nur so zufällig gefunden, wenn überhaupt, glaube ich, ne? Das heißt, wir müssten am besten ja mal hier hin wieder. Da können wir uns wieder mit dem Puma oder was war das hier, ein Jaguar amüsieren. Ich habe hier auch irgendwie so Kupfer. Oh, hier ist ein Trank. Kohle. Ach ja, Kohle. Okay. Sammeln, das habe ich auch schon wieder vergessen. So, haben wir hier. Ja, hier ist auch noch ein Trank. Ah ja, hier. Und da, den hatte ich nicht gefunden. Da wurde mir freundlicherweise in die Kommentare ja nochmal ein Hinweis geschrieben, wo ich da nochmal gucken kann. Da muss ich auf jeden Fall hier nochmal vorbei, weil da ist ja auch noch was. Also jetzt muss ich wieder erstmal Kupfer haben. Dann werde ich wohl doch zur Kupferinsel fahren. Und da haben wir ja auch einen Schnellreiseding ins Käse. Okay. Gut, dann brauche ich dafür Kupferspitzhacke. Was muss ich denn da haben, um das zu erklären? Ah, das geht. Okay. Einen habe ich davon. Einen mache ich mal noch.
Dann kann ich die nämlich mitnehmen. Dann könnte ich die... Nee, ich muss erstmal wieder Wasser sammeln. Wobei, wo tue ich das jetzt hin, das Wasser? Habe ich überhaupt noch... Speicherkapazität habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und ich nochmal so ein Ding machen. Ja, ich kann auch nochmal gucken, ob ich nicht noch ein Christus bauen kann. Das war's. Okay. Warte mal, ich kann noch ein anderes Fass bauen. Da, verbessertes Fass. Ein Stückchen bauen fehlt mir. Aber okay, aber das wäre auch nochmal was. Ja, ich brauche einfach Kupfer. Damit ich mal diese ganzen tollen Sachen bauen kann. Ist so. Nur Kupfer. Oh ja, kann das tun. Ja. Gut, gut, gut. Apropos, warte. Ja. Das gute Bremer Wasser. Und wohl. Oh, mir fällt gerade noch was an, ganz anderes ein. Ich habe, ich fahre nächste Woche in Urlaub und muss deswegen ja vorproduzieren. Also heute ist, Mittwoch, der 31.07. Also diese Folge kommt heute gleich noch raus. Und nächste Woche fahre ich in Urlaub und dann muss ich ja quasi 6 Folgen schon vorbereitet haben, wie ich die dann senden kann. Da habe ich mir gedacht, vielleicht machst du die Folge mal ein bisschen kürzer, damit ich da das gut hinkriege. Und jetzt sind wir schon bei einer, ja, 3/4 Stunde, fast 50 Minuten. Das heißt, ich beende jetzt diese Folge und werde in der nächsten Folge auf die Kupferinsel fahren und jede Menge Kupfer ranschaffen. Hoffentlich. Und dann sehen wir weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich übrigens sehr gefreut über den Kommentar. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Da freue ich mich immer. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!